Und das Becken, war ich nicht gerade noch woanders? Weil hier ist ja auch noch ein Durchgang. Palastgründe und hier war nämlich das Bienending. Genau, da oben kann ich raus. So, und den Brunnen, den ich vorhin markiert habe, da gibt's... Da gibt's... Da gibt's, was soll ich sagen? Wenn man da genug Geo reinschmeißt, gibt's da Geld für. So, hier gibt's auch irgendwas. Das muss ich mir mal so langsam hier markieren. Wo auch überall wackelige Böden sind und so. Oh oh. Das sieht mir hier auch sehr ungesund aus. Ach, guck mal, wessen Hammer hier liegt. Die steht da, sitzt hier und zittert. Oder sitzt da und pennt. Ja, das war doch schön und gut. Jetzt kommen wir hier nicht mehr rauf. Toll. Oh, was ist das? Bleiches Erz. Ja, unsere Waffe wird stärker. Oh, ist das schön. Rhinoceros. Und das wäre jetzt wieder so eine Sache gewesen, da hätte ich dieses explodierende Viech, die hier, hätte ich jetzt in den Gegner hätte reinfahren lassen können. Haben wir alle. Jetzt müsste eigentlich hier... Aha, guck mal. Mein Freund, du wurdest mit all diesen Bestien fertig? Ich schäme mich zu sagen, dass ich mich versteckt habe. Diese schaurigen Dinge haben mich verfolgt, also rannte ich. Wenn du nicht gekommen wärst, wer weiß, ob ich überlebt hätte. Andere sehen mich als einen furchteinflößenden Krieger an, aufgrund meiner beeindruckenden Größe. Aber die Bestien des Königreichs, vielleicht bin ich ihnen einfach nicht gewachsen. Genug! Ich kann mich nicht in Selbstmitleid suhlen. Ich muss mir ein Beispiel an deiner Stärke nehmen. Du wirkst so tapfer im Kampf. Du zeigst keine Angst vor dem Feind. Ich werde versuchen, es dir gleich zu tun. Ja, stirb mal 100 Mal gegen den Kampf, ist klar. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, kleiner Retter. Dann begegnest du einem Krieger, dessen Mut dem deinen gleicht. Ja, leider ja. Ich weiß, was mit ihr passiert. Oh nein. Keine fröhlichen Gedanken. Komme ich hier durch? Nein. Gut.
Gut, aber das war dann nämlich der Raum hier. Und dann kann ich jetzt weiter nach oben. Da habe ich doch noch eine Made gehört. Nämlich hier unten ist nämlich garantiert eine drin. Aber das ist sehr wahrscheinlich das Loch, was wir dann da unten in den Boden reinschlagen können später mal. So, jetzt gehe ich erstmal hier in der Bahn wieder speichern. Komm, mach Karte fertig. Haben wir hier jetzt vielleicht die Möglichkeit, wirklich was Neues freizuschalten. Ah, natürlich. Ah, einmal kratzen. Nee, auch unter der Nase. Ah, langes Spielen strengt so an. Das ist gut. Zumindest sieht das Teilset hier so aus, als ob ich hier irgendwie später mal was kriegen könnte. Das kommt mir nämlich so bekannt vor. Das werden wir auch merken, wenn wir... Oh, 1998. Werden wir merken, wenn wir irgendwann an einen Bereich kommen, wo wir ohne Doppelsprung tatsächlich nicht mehr rauskommen. Und ich meine, das war auch tatsächlich irgendwo relativ weit unten. So, die sind eigentlich auch relativ einfach, wenn die nicht ewig mit Speeren schmeißen würden. Sondern wenn die Attacke machen. Schon wieder ein Doppelsprung. Ich glaube, das liegt echt an dem Controller. Ich weiß nicht, ob man das ausnutzen kann. Für irgendwas, aber... Es ist schon ein bisschen seltsam. So, hier gibt es auch noch irgendwas, was ich mir holen kann. Aber da komme ich leider nicht durch, glaube ich. Ne. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch was und das muss ich mir markieren. Wo bin ich denn? Hier unten. Ach, schau mal. Ein kaputter Aufzug. Oh. Das nehme ich doch mal direkt mit. Wir müssen auch mal wieder zu ihr, zu dieser Motte zurück. Zu Sea, Sea oder wie immer sie heißt. Seer. Ich muss jetzt hier nur aufpassen, weil hier überall auch scharfe Ecken und Kanten sind. Springen, so. Ich glaube eher, dass hier meine A-Taste auf dem Controller kaputt ist. Oder so langsam den Geist drauf gibt. Genau da wollte ich nicht reinspringen. Vielen Dank, Spiel. Genau das sollte nicht passieren. Was zum Teufel? Jot. Das war klar. Auch das war klar. Warum mache ich das? Einfach hier. So. Ist doch ganz einfach.
Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass hier Gegner sind. Wieso bist du nicht gesprungen? Meine A-Taste geht kaputt, ich brauche einen neuen Controller. Aber ich kann mir keinen neuen Controller kaufen, weil keiner spendet. Hahaha. So. Weil niemand meinen Kanal unterstützt. Da sind doch Gegner. Mein Gedächtnis hat mich nicht getrügt. Verschwinde. Ich will hier nicht sterben. Nicht hier, nicht so. Von Vorteil ist natürlich, dass sie auch jetzt direkt schon Schaden nehmen, wenn die mir schaden. Hurra! Keine Karte. Weil ich komme auf jeden Fall von da oben irgendwie. Und guck mal, da sind wir doch wieder in der Stadt. In einem Bereich, wo wir noch nie waren. Stadt der Tränen. Genau, weil Hornet hat ja einen Bereich zugemacht. Wir sind jetzt nämlich im reichen Viertel. Also im wohlhabenden Viertel. Und hier sind wir nämlich wieder bei der Statue des Hollow Knight. Hier haben wir ja Hornet getroffen. Und jetzt geht's erstmal schnurstracks zum Nagelschmied, weil das bietet sich jetzt einfach an. Ein Mechanismus und einmal einfach ein Schlüsselloch. Ja, wir schalten jetzt hier noch die Kanalisation frei. Einfach weil wir es können. Tja, hättest du mich mal nicht angegriffen, dann wärst du nicht ersoffen. Sind wir doch. Es kostet das natürlich Geld. Du bist wieder da. Ich sehe, du hast etwas bleiches Erz. Ein seltenes und erlesenes Metall. Gib mir das Erz und etwas Geo für meine Mühen und ich schmiede deinen Nagel neu und mache ihn stärker. 800 Geo, das ist ja günstig. Wie du wünschst. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Das wäre geschafft. Ich habe deine Waffe neu geschmiedet. Ich habe deinem Nagel eine Rille hinzugefügt. Oh, eine Rille. Er sollte jetzt viel effizienter schneiden. Du wirst merken, dass er jetzt stärker ist als zuvor. Geh raus und probiere seine Klinge an deinen Gegnern aus. Can do, Sir. Hey, ich muss ihn immer noch zweimal treffen. Hey, ich kann ihn immer noch einmal treffen. Nun ja. Wie sieht der Nagel denn jetzt aus? Ja, da ist seine Rille. Aber ich sollte trotzdem einen Unterschied merken. Gerade bei größeren Gegnern.
So, geht's denn jetzt endlich in die Minen? Nein, geht es nicht, beziehungsweise doch, wir können jetzt hier nochmal rauf, hier gibt es nämlich auch noch Sachen, Seelen, nein, Heiligkeit, die ich einsammeln kann. Naja, aber zwei Schläge anstatt drei ist doch auch schon nicht schlecht. Ja, genau. Ich könnte jetzt natürlich auch in dem Zuge den gleichen Weg auch wieder zurückgehen und die Hirschkäferstation freischalten. Also irgendwann kommen wir in den Minen an. Ich glaube, alleine weil ich jetzt auch tatsächlich die Karte etwas besser kenne, versuche ich jetzt hier ein bisschen andere Wege zu gehen. War das hier lang? Ja. Weil vorher habe ich halt eher versucht, Areale dann freizuschalten, habe dann auch gemerkt, dass es mir dann an... ja, an Fähigkeiten gemangelt hat an anderen Stellen. Jetzt versuche ich natürlich ein bisschen einen etwas anderen Weg zu gehen. Funktioniert immer noch. So, die Typen sind jetzt auch nur noch zwei Schläge wert. In der Kanalisation gibt es, glaube ich, auch tatsächlich den Schlüssel für Sly, den wir ja auch noch brauchen. Wo war denn jetzt hier dieser scheiß Baum? War der doch unten? Hier war er. Fling. Ja, zumindest ist es schon mal gut, dass wir jetzt trotzdem hier alles an Gegnern soweit aufgeräumt haben. Na gut. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Musik schön finde? So, das sollten jetzt alle gewesen sein. Jo. Gut, 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 gut. Da oben ist die Hirschkäferstation. Jetzt kann ich aber wieder zurück. Ha. Ich probiere mal, was ist. Ich weiß, ihr wollt alle die Minen sehen, aber... es gibt hier so viel zu erkunden. So viele Dinge zu tun. So, die erledigen wir jetzt auch schon mit drei Schlägen. Es wird doch. Es wird immer besser. Genau, jetzt kann ich nämlich hier rein. Und gegen total tolle Gegner kämpfen.
die jetzt natürlich ein bisschen weniger stark sind, weil ich ein bisschen stärker bin. Ja, wir haben jetzt einen Level 2 Nagel, also Level 3 Nagel quasi schon. Und ja, willkommen im Seelenheiligtum. Hier wird es auf jeden Fall auch einen Boss geben. So, hier gibt es dann eine verzierte Tür aus funkelndem Metall. Das ist eine Öffnung für eine Art Schlüssel. Das ist eine Öffnung für einen Schlüssel, den wir von Slidern auch bekommen. Kann ich hier irgendwie ganz trickreich? Leider nicht. Nein. Markiere ich mir dann hier nochmal die Tür, damit ich nicht vergesse, wo die ist. So. Wichtig. Zum Glück ist das jetzt hier noch Teil der Stadtkarte. So, und hier im Seelenheiligtum haben sich, ja, quasi die Magierkäfer zurückgezogen, weil die irgendwie selber versucht haben, als dieses ganze Verrückte hier anfing, haben die halt versucht, sich hier irgendwie selber mit, selber hier Seele zu erzeugen. Und sind dann so ein bisschen paranormal geworden. Und natürlich alles mit verunglückten Experimenten, wie man da unten schon rumkriechen sieht. Bericht aber, so sehr schränkt uns der Geist noch immer ein. Wie können wir seine Grenzen überwinden? Ist es überhaupt möglich, einen unverfälschten Fokus zu erlangen? Ja. Halt die Klappe. Auch hier wunderschöne Orgelmusik. Das ist auch fies, man sollte hier nicht unbedingt auf den Aufzug drauf fallen. Oh, Bosskampf. Ha, ja, komm. Autsch, das kann ich auch. So. Das war ja fast einfach. Ich bin ja nur fast gestorben. Na, und da oben ist auch eine brüchige Decke. Das heißt, wir kommen hier auch nochmal an wieder. Ich weiß, dass ich rauf muss, gehe ich jetzt auch erstmal runter. Hör mal auf zu verschwinden hier. So. Einfach sterben. Also das sind die einzig bescheuerten Gegner hier, tatsächlich. Vor allem stellt sich ja dann auch wieder die Frage, ne, wenn hier die Käfer versucht haben, mit Seele zu hantieren und wir einfach so fokussieren können und damit umgehen können. Ob das dann so eine gute Idee ist oder ne, was sind wir dann? Sind wir dann nicht auch einfach nur irgendein komisches Geschöpf? Wo es besser wäre, wenn wir überhaupt nicht existierten? Ne, wofür wurden wir geschaffen? Wer sind wir? Warum existieren wir?
Und just in dem Moment schießt er natürlich nach oben. Aber unbeirrt kämpfen wir uns nach oben. Bei dem einen Treffer dann jeweils bleibt, ist ja alles in Ordnung. Das kann man ja alles noch verkraften. So, ich kann mich irren. Aber hier war, glaube ich, auch noch irgendwas. Also hier sind wir jetzt, glaube ich, über dem Raum mit dem Bosskampf, genau. Na, also solange die Kämpfe so bleiben, kann ich damit wunderbar leben. Ich sehe jetzt aber auch gerade auf der Karte nicht, wo ich bin, natürlich. Weil irgendwo hier gab es auch einen versteckten Raum noch. So, hier müsste es eine Bank geben. Na, nichts. Nein, das hier ist der Bossraum. Tschüssi. Ja, hier fliegt doch einiges rum. So, was haben wir hier? Den Zauberbändiger. Damit kriegen wir, glaube ich, mehr... Entweder mehr Seele raus oder die... Nee, ich glaube, die Zauber kosten einfach weniger. Ich verbrauche weniger Seele beim Zaubern. So, wo habe ich denn jetzt auf der letzten Bank gesessen? Scheinbar nirgendwo, denn... Das hier fällt mir jetzt gar nicht. Dass ich jetzt hier wieder zurücklaufen muss. Weil hier gibt es auf jeden Fall eine Bank, auf die ich mich setzen kann. Da war der Raum mit dem Bosskampf. Also dem Mini-Bosskampf, ne? Hier war ich auch schon. Ja, sonst muss ich mich jetzt einmal zur nächsten Bank zurückkämpfen. Bringt ja dann alles nichts. Das war zumindest mal eine Karte bekommen, aber ich meine, hier wäre doch noch irgendwo eine gewesen. Ne, hier war der... die Tür mit dem Schloss, wo wir noch nicht rankommen.
Naja, dann nehmen wir erstmal die Bank hier oben. Weil ich würde dann auch gerne die Aufnahme dann nochmal beenden hier. Ja, Karte aktualisiert. Wo können wir denn lang? Wo haben wir noch was vergessen? Wir haben nirgendwo was vergessen. Beziehungsweise zwei Eingänge, oben und unten. Da unten ist noch ein Gang. Da kann ich nochmal lang. Aber das und viel mehr in der nächsten Session. Genau, wir sehen uns. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.